Was geht, Leute? Heute habe ich für euch einen hocheffektiven Trick, mit dem ihr radikal Gewohnheiten ändern könnt. Was ihr dafür braucht, die Zutatenliste, ist eine Veränderung in eurem Leben, die auf euch zukommt. Das heißt, entweder ihr fangt einen neuen Job an, das heißt, ihr kommt da in eine neue Jobumgebung, oder ihr kommt in eine neue Lebensumgebung, also ihr habt einen Umzug vor euch, ihr werdet woanders hinziehen. Oder was sich auch anbietet, ist schlicht und ergreifend ein neues Lebensjahr. Das heißt einfach euer Geburtstag oder Silvester, Neujahr. Diese Zeitpunkte eignen sich ganz, ganz, ganz hervorragend, um Gewohnheiten radikal zu ändern. Weil das Gehirn ist so connected, dass es eure Gewohnheiten mit eurer Umgebung verbindet. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig in derselben Umgebung, das heißt, wenn die Umgebung gleich bleibt, eine Gewohnheit umzustellen, weil sie irgendwie so festgenagelt ist mit der Umgebung unter anderem. Wenn aber ihr umzieht und eine neue Umgebung auf euch zukommt, ist genau dann, wenn sich alles ändert auf einmal in eurem Leben, das der perfekte Zeitpunkt, um das Gehirn ein bisschen auszutricksen und auch alle anderen Gewohnheiten, die man umschmeißen möchte, einfach umzuschmeißen und zu ändern. Auch da bietet sich wieder eine Liste an, also schreibt euch eine Liste, welche Gewohnheiten ihr wie ändern wollt und einfach einen neuen Plan für die neue Umgebung, das neue Lebensjahr. Also dazu muss ich dazu sagen, dass eine neue Umgebung, so wie Job oder Umzug, wirklich nochmal effektiver ist als ein Geburtstag jetzt. Also ein Geburtstag ist auch wo ein neuer Zyklus anfängt, wo ihr das neue Jahr mit einer neuen Gewohnheit starten könnt. Aber ganz hervorragend bietet sich natürlich eine neue Lebensumgebung an. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr in der ersten Woche, weil es ist nicht so einfach, dass das alles von selber läuft. So einfach ist es auch nicht. Gewohnheiten sind trotzdem immer noch hart zu bekämpfen. Aber extrem wichtig, ganz, ganz extrem wichtig, in der ersten Woche stark zu bleiben. Die erste Woche stringent eure neuen Gewohnheiten durchzuziehen und dann habt ihr das Schlimmste bestanden und dann habt ihr schon den Grundstein gesetzt für ein neues Leben in der neuen Wohnung oder mit dem neuen Job, wie auch immer. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen und probiert es aus, es wird funktionieren. Und ja, macht's gut.